So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber vorweg natürlich, ihr seht schon, wir haben gestern ein bisschen Custom Games gemacht. Ich weiß, sorry, ich wollte gestern Abend wiederkommen, aber wir waren halt noch ein bisschen im Krankenhaus. Ist auch nochmal schön, ist auf dem Samstagabend einfach ein bisschen im Krankenhaus rumchillen. Beziehungsweise ich war im Auto, meine Frau war drin, aber es ist nichts Besonderes, also nichts Schlimmes gewesen. In dem Sinne alles in Ordnung. Aber hier seht ihr, so sieht es derzeit aus bei den Custom Games. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, einfach im Livestream vorbeischauen. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. So, ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt mal rein. Ach Gott, guck mal, wie lange es immer dauert, bis es hochlädt. So, ihr seht schon oben rechts, wir haben einen neuen Skin. Und den habe ich natürlich auch schon vorher geleakt. Ich sage ja, bis jetzt ist eigentlich wirklich alles so passiert, wie es sollte. Bis auf Travis Scott und Marshmallow. So, gehen wir mal rein. Der Skin ist schon nice. Also der Skin hat was. Vor allem gerade, wenn man Eliminierungen macht, dann kommen die Köpfe hier quasi auf den Körper. Ich weiß nicht, wenn du gar keine Kills hast, ob der nicht erstmal komplett schwarz ist. Also wenn ihn sich irgendeiner von euch gekauft hat, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Aber ich denke mal echt, dass der schwarz ist. Ganz normal. Und erst irgendwelche die Gesichter quasi draufkriegt, wenn er Kills gemacht hat. Dann das passende Rückenaccessoire. Ja gut, dazu muss man wieder nichts sagen. Obwohl, es geht eigentlich. Ja, das ist okay. Das ist okay. Aber die Pickaxe, Achtung. Die Pickaxe ist nice. Gut, Kleider. Ja, das ist wieder so ein Geschmackssache-Ding. Tarnung. Tarnung, Tarnung. Lol. Selbst bei der Tarnung ist das so, dass dann mehr Gesichter auf der Tarnung ist. Aber gut, wann achtet man auf die Tarnung? So, dann noch. Oh, das ist ein schöner Hintergrund. Ist nicht schlecht. So, das Ganze könnt ihr euch natürlich auch hier einzeln holen. Der Skin an sich alleine 1,5. Dann 800 die Pickaxe, 800 der Kleider, 500 die Tarnung. Und denkt dran, wenn ihr euch was gönnt, gerne mit meinem Creator-Code oder irgendeinem, aber tragt immer einen ein. YT-FamilyHack. Grüße gehen raus. So, dann haben wir Boxine wieder mit drin. In zwei, ach stimmt, die hat ja zwei Varianten. Genauso wie die männliche Variante davon. Dann halt nicht Boxine, sondern Boxer. Ja. Da ist wieder Geschmack. Ist halt, das soll halt so ein typischer Just for Fun Skin. So, dann natürlich auch noch der Kleider. Die Pickaxe dazu. Nicht Kleider. Da ist der Kleider. So richtig schön Müllskins. Dann die Tarnung noch dazu. Und da ist die liebe Ruby. Ich finde immer noch ein wunderschöner Skin. Ein wunderschöner Skin ist das. Dazu natürlich noch die passende Pickaxe. Und Himmelsstreifen. Aber ja gut, auch für 500 V-Bucks geht der Kleider. So, dann haben wir Magengranate auch wieder mit drin. In den zwei Stilen. Ein etwas hässlicher Skin. Aber irgendwo hat er auch wieder seine Berechtigung da zu sein. Und dann natürlich dieselben Variante nochmal als Tomate. So finde ich den nice. So finde ich immer noch am besten. So finde ich den immer noch am besten. Eieiei. Ist noch früh morgens. Stachelklappe auch da. Dann rostiger Pizzaschneider, weil die waren gestern. War die ich gestern schon drin? Ich meine, hä? Ich meine ja. Dann der schöne Skin. Oh, das ist ein schöner Skin. Aber mir persönlich gefällt nur die Variante. Also die hier. Die Variante sieht echt nice aus. Sie guckt zwar ein bisschen starr, aber ja gut. Also an sich, schöner Skin. So, dann haben wir des Weiteren Bershi mit drin. Natürlich auch in den vier Varianten. Von etwas kaputt bis total demoliert. Also sieht der, finde ich persönlich, sieht der Skin am besten aus. Dann haben wir noch, genau, hört laut. Gut für euch nicht so. Das ist ein geiles Lied. Ja, ein Aufheulen ist drin. Und tiefer Depp. So, dann haben wir eigentlich nur noch, ja klar, ein Major Laser Paket immer noch drin. Ich glaube, das bleibt doch jetzt erst einmal ein paar Tage drin.
alle TikTok-Emotes, dann Horizon Zero-Paket und die ganz normalen Pakete ebenfalls noch drin. Ich bin mal gespannt. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Leak, was den neuen Abo-Skin betrifft. Weil, wenn ich gerade mal gucke, eine Woche noch, dann ist eigentlich schon ein neuer Monat. Noch nichts geleakt worden? Dann haben wir aber noch Rette die Welt. Rette die Welt gibt es heute 30 V-Bucks zu holen. Und zwar auf Stufe 40. Also wer Rette die Welt hat, heute einmal schnell rüber, Tagesaufgabe machen und Stufe 40 Mission machen. Da nochmal 30 V-Bucks absahnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.